Ja, da sieht man schön von diesen sogenannten Bohnen. Die sind künstlich angelegt worden, damit sich das Wasser ein bisschen beruhigt. Ja, da sind auch noch ein paar Anden, so frei nach dem Motto: Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in der Höhe. Ja, wenn man sehen kann, haben wir wirklich extrem niedrig Wasser. Also da sieht man wieder eine schöne Bohne raus und eine Boje. Und das ist wirklich, also ich schätze mir 1,70 Meter Wasserstand. Ich schaue dann einmal auf der App nach. Und wir haben da jetzt da einen leichten Anstieg, also knappe 2 Meter haben wir Wasser. Ja, und da im wahrsten Sinne des Wortes eine Insel. Aber leider nicht mit dem Festland verbunden. Da war es natürlich schön gemütlich, oder? Ja, Freunde, das ist der neue Expat Rucksack. Haben wir extra jetzt einmal gekauft, einmal nichts Taktisches. Und das ist ein richtiger, eigentlich ein Gator-Rucksack, aber extrem leicht. Ich glaube 850 Gramm, 20 Liter. Expat 20 Impulse, glaube ich, heißt der. Da gibt es auch noch so einen Beckengurt dazu, aber den habe ich gleich übergeben, brauche ich sowieso nicht wirklich. Ja, ich bin da jetzt neben der Donau ein bisschen unterwegs. Möchte mich da so auf einen kleinen Fußsprung dann rausschmeißen und ein bisschen was kochen. Ich will mir noch mal ein bisschen ausführen, schauen, wie das ist. Ich will mir den ein bisschen herrichten für, nicht ultra leicht, braucht man nicht drüber diskutieren, aber mal was Leichteres, wo halt nur Titan klumpert und so drin ist. Für so längere Touren halt, wo man halt wirklich einmal leichtes Gepäck auch hat. So. Schauen wir mal, was uns jetzt noch alles begegnet. Vielen schreien eh schon alles wie eins geben. Ja, genauere Vorstellung von dem Rucksack gibt es einmal später. Ich will jetzt einmal ein bisschen tragen und schauen, wie er sich macht am Rücken. Und klar, der ist auch nichts für 20 Kilo, das ist eh klar. Nur für ein kleines Gepäck. Ja, habe aber trotzdem mein Drange Sturmkocher drin, ein paar Flaschen Wasser, Cola, ein bisschen was ist schon drin. Ja, da ist natürlich auch der Biber am Werk, aber schön. Echt schön. Fast keine Leute, ein paar Radlfahrer sind mir entgegengekommen. Ich weiß, es ist Donnerstag, nichts los zum Glück. Ja, Wochenende, wenn Ostern ist, bleibe ich sowieso daheim. Da gehe ich diesmal nicht raus. Ah, das Wasser da, zuschauen ein bisschen, so Wirbeln entstehen. Da ist natürlich so eine Enge, da zieht es durch. Schön imposant. Ja, schönes idyllisches Insel. Mit eigenem Baumstamm. Ganz einsam zieht er da seine Runden. Ich schau, da hat sich einer eine kleine Burg gebaut, mit Fahne und allem drum und dran. Schauen wir sie näher an. Ja, das ist nicht wirklich eine Burg, sondern die haben sich da nur Steine aufgehäuft. Ein bisschen deppert, das muss ein Haken sein. Puh! Da hat sich wirklich einer was an da. Oder mehrere Schätze, einer war das nicht. Natürlich mit Piratenflagge. Ja, vielleicht war das ein Aufenthaltsort für unseren Atze, Fußpirat. Verlinke ich an da oben kurz. Gewaltig. Bin begeistert. So, aber ich werde mir da jetzt mal Platz suchen. Wahrscheinlich geht da vorne. Da ist es gemütlich und da werden wir mal was köcheln. Weil es ist 12 Uhr und ich will wieder an Tieren. Also, ich würde sagen, das passt da. So, und jetzt packen wir mal aus und richten wir sie alles her.
für ein leckeres Papi. Es gibt wieder Würsteln, normale Frankfurter wieder dabei, und zwar, ich glaube, zwei Frankfurter, zwei Debreziner, und die machen wir wieder auch. Natürlich wieder ein Senf dabei und ein Brot. Ja, packen wir mal aus. So, packen wir aus, die Flaschen habe ich schon raus. Schönen Reißverschluss, dass man wirklich weiter aufmachen kann. Schau mal so. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe zwei paar Debreziner, zwei paar Frankfurter, und da die da natürlich nicht gescheit reinpassen, werden wir es auch mit der Mitte durchschneiden. Also, wieder. So, Wasser. Da haben wir noch. Da machen wir den Drang hier dabei. Jawohl. Schauen wir mal, wie schnell da was fertig ist. Und da brutzelt schon ordentlich da drin. Da kocht schon ganz schön. Der wird schon sein. Ah, die ist schon. Schauen wir mal. Die erste Glas nehmen. Ja, ich sag einmal wieder Mahlzeit. Sind durch. Wieder mal vom Feinsten. Alles schon voll warm, herrlich. Ja, geht wirklich schnell, gibt's nichts. Gigantisch. Ja, ich muss sagen, mit dem Spiritusbrenner geht das um eine Weile besser als mit der Brennpasta. Ich muss aber auch dazu sagen, es geht da heute fast kein Wind. War wahrscheinlich mit der Brennpasta heute auch gescheiter. Aber wie gesagt, der Abstand zum Pfandl ist natürlich dann schon ein bisschen höher als wie zu den Däpfeln. Ich schätze, das sind da gute 5-6 cm. Und wenn ich da auf die andere Richtung umschaue, aufs andere Ufer, zeige ich dann das Platzl, werdet ihr wahrscheinlich vielleicht noch kennen. Und da genau in der Mitte drüben, wo das Schiff ist, an das Platzl, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Naja, ein Video davon verlinke ich da herum jetzt. Ja, jetzt richten wir mal fürs Käfchen her, machen wir die Zündung. Jawohl. So, dann mein Titankreuz. Und Käfchenmaschinerie drauf. Neue Sicht, da drüben sind auch ein paar auf dem Strand. Naja, noch nicht. Alle, was daheim sind, nutzt das wahrscheinlich noch aus. Zu Ostern wird sicher die Hölle los sein, da. Weil ich wahrscheinlich Stay at Home machen, alle drei Tage. Da gehe ich gar nicht vor die Tiere. So wie es jetzt ist, wo kein Schwanz unterwegs ist, oder weiß gut wo, ist mir das ehrlich gesagt wurscht, da ist mir sogar angenehm. Es kennt mir als einsamer Wolf, bin ich sowieso am liebsten allein unterwegs. Da brauche ich niemanden anderen. Und so ist das perfekt. So, da, fertig ist er. Das waren 5 Minuten. Das war natürlich nicht schlecht.
Jo Freunde, der erste Gruß wieder, wie immer eine Krankensaison. Gesund werden, gesunde, jetzt mal nicht krank. Und ein besonderer Ostergruß vielleicht auch noch an alle, bevor ihr, naja, wenn ihr das Video seht, ist Ostern schon vorbei, aber trotzdem, schöne Ostern. Ah, jo, das ist wieder geil, wie immer, ja. Ja, da kommt wieder ein schiefer Nackerl daher. Werden wir dann einmal schauen, wann er näher ist, werden wir mal hinfilmen und dann zeige ich euch noch, wie das Schief heißt, wie schnell es ist, was für ein Tiefgang. Kann ich alles anhand meiner App zeigen. Ja, und da ist jetzt die Muffle um 3, fährt 6 km/h. 233 Grad, hat eine Länge von 177 Meter, 11 Meter Breite und 2 Meter Tiefgang. Super, was man da alles anlesen kann. Blende ich gleich mal kurz ein. So, das war's. Jo, hier haben wir jetzt einmal zusammen und dann schauen wir weiter. Aber das Drangeset gefällt mir ganz gut. Also, bin ich wirklich zufrieden, zumindest mit dem Drange, mit dem Spiritusbrenner geht das echt spitzenmäßig, freut mich. Ja, wie ihr sehen habt ihr können, da ist jetzt da einiges los. Und der Mensch lässt sich lieber wieder zum Auto zurück. Wer weiß, wie viel da noch kommen. Ja, einen schönen Tag habe ich gehabt. Einen Tag, ein paar schöne Stunden waren es auch. Ja, diesen Hochstand aus Stroh, da waren wir auch schon mal. Den gibt es immer noch. Ist ein bisschen schief, aber schau mal rein. Dürfte sicher noch in Verwendung sein, so wie es ausschaut. Ja, da wo es seicht ist, sieht man schön bis am Grund, aber ist er so dreckig, ist unser Donau wieder auch nicht. Ja, kleines Fazit noch zum Expert. Tragt sich ganz gut. Ich bin jetzt ca. 7-8 Kilometer gerannt damit. Ja, jetzt ist er leer fast. Schätzt er, wenn er so drin sei. 2-3 Kilo. Vielleicht 4, aber tragt sich ganz passabel. Aber mehr dann einmal noch ein paar Tragungen quasi. Jo Freunde, mit dem schönen Hintergrundbild will ich mich von euch wieder verabschieden. Bin fast wieder am Auto da. Leute gingen jetzt wieder genug vorbei, also ich bin froh, dass ich zurückgegangen bin. Und ja, ich sage immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt gesund und servus die Malen und viert euch die Buben.